Ja, guten Morgen, meine Lieben. Ist der Bildschirm dreckig hier? Ja, guten Morgen, meine Lieben. Oder guten Abend. Ist auch völlig wurscht. RMV Deutschland hat mir ein Paket geschickt. Und da wollen wir doch mal zusammen reingucken und das Projekt auch direkt umsetzen. Hier ist das Paket hier. Noch ein Reifen. Noch ein Reifen. Noch ein Reifen. Eine Karosserieschere, würde ich mal sagen, ist das. Dann haben wir hier Radmuttern und wir haben hier Reifenhalter. So sehen die ganzen aus. Man kann jetzt hier wunderbar die drei Reifen drauf machen, egal wie rum. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und wir sehen das wunderbar fest. Und kann auch nicht mehr so schnell umfallen. Kann ich für mein kleines Reifenlager auch echt gut gebrauchen. Danke dafür. Von den Reifengrößen her kommt das hier relativ gut hin. Der Umfang ist gleich, sind zwar ein bisschen schmaler. Aber hier sieht man schon von der. Oh, die sind aber sehr griffig. Also schön weich. Ich glaube, das ist eine richtig gute Mischung. Die Kamikaze gibt es aktuell bei LMV Deutschland im Angebot für 20 Euro. Das ist ein super Preis. Und da kann man absolut nicht meckern. Jetzt schrauben wir die Dinger mal hier drauf. Und. Da ist das coole Teil. Die machen sich richtig gut auf dem Ding. Was hier wirklich vorteilhaft ist, ist bei den mitgelieferten Radmuttern, dass sie geschlossen sind. Dann bleibt einfach der Dreck draußen. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, babbeln wir gar nicht lang weiter. Wir gehen auf die Pizze. Wir gehen auf die Piste. Let's go! So, willkommen zurück. Und zwar sind wir jetzt hier so ein bisschen auf so einem Platz. Wir haben jetzt hier zwei Ramps aufgestellt. Wir haben hier unterschiedliche Untergründe wie Schotter, auch mal ein bisschen Wiese. Wir haben auch hier eine relativ große Fläche, wo ich echt mal Vollgas fahren möchte, um zu gucken, wie stabil der Wagen läuft. Wir fangen einfach mal an und würde mal gucken, was so machbar ist. So. Ja, ich muss sagen, die Reifen, die haben richtig gut Grippen. Jetzt wollen wir doch mal hier gucken. Wir haben jetzt hier so ein Sandgemisch, was hier so Sache ist. Weil die Karre, die ist echt schnell. Ja, Freunde, ihr habt es gesehen. Die Reifen, die machen richtig, richtig Fun.
Und selbst auf diesem Untergrund, wo ich ehrlich gesagt habe, da wird mir so ein bisschen der Grip fehlen. Aber nein, der Grip ist echt gut da. Die Karre, die bricht nicht aus. Die liegt wirklich sehr gut auf der Strecke. Man kann nicht meckern, man kann gut jumpen, man kann gut durchs Wasser fahren. Ich glaube, das sind sehr gute Allrounder. Daumen hoch dafür und danke an RMV Deutschland. Reifen sind selbstverständlich unter dem Video verlinkt. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.